Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier auf YouTube, auf Stefans kleine Welt. Heute am 1. August geht's endlich weiter, nach 3 Wochen. Ja gut, für euch war es nur eine Woche, also 7 Tage. Ich habe ja noch Videos zum Vorproduziert gehabt. Aber seit dem letzten Videodreh sind tatsächlich 3 Wochen vergangen. Ich hatte einfach keine Lust und keine Zeit. Das Wetter war übelst heiß. Ne? Ja. 3 Wochen geht es für mich auch schon wieder in den Urlaub. Und da kann ich auch kein Video produzieren. Aber egal, bis dahin habe ich noch ein bisschen was zu tun, was ich für euch dann natürlich auch dementsprechend auch filmen kann. Ja, in diesem Video, in Teil, weiß ich gar nicht, 42, 43, irgendwo die Kante, geht es jetzt mit den ersten Weichen in dem Schattenbahnhof weiter. Ja, die Weichen werden digitalisiert bzw. polarisiert, dass sie im digitalen Betrieb vernünftig schalten und funktionieren. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich in einer Videoaufnahme und werde jetzt die ersten 4 Weichen in diesem Teil mit euch definitiv fix montieren und einbauen. Ja, auf jeden Fall wird auch so einer Weiche. PECO-Code 80 Standard, PECO-Code 80 optimiert, Herzstück polarisiert, links, rechts, Feder rausgenommen und durchgebohrt. Durchbohren ist auch so eine Sache, können wir jetzt im Vorfeld schon mal verraten. Moment. Ich habe hier meinen 3D gedruckten Unterflurweichenantrieb. Jetzt kann ich euch auch endlich demonstrieren. Ich hoffe, ich treffe die Kameralinse. Auf jeden Fall habe ich ja jetzt ein 08er Loch drin. Hier könnt ihr euch eine Trasse vorstellen. Schiebe ich hier den Stelldraht in die Weichenzunge rein. Und dann liegt das hinterher. Hier könnt ihr das mit meinen dicken Fingern auch sehen. Das hinterher so unter der Trasse. Das heißt, ihr wisst ja oder seht gleich, dass ich da sehr dicht an meiner Außenkante bin, dass ich da überhaupt keine Probleme mit habe. Ne? Und wenn Interesse an diesen Weichenantrieben besteht, schreibt mir eine E-Mail in meiner Kanalbeschreibung. Bitte eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn Interesse an sowas besteht. Ich habe noch einige über, ich habe die in Großserie gedruckt. Ich denke mal, dass ich da welche überbehalten werde. Und wenn nicht, drucke ich halt welche nach. Überhaupt kein Problem. So, auf jeden Fall musste ich ja hier die Feder rausnehmen. Und wenn ihr genau guckt, könnt ihr eventuell sehen, dass ich dann dementsprechend die Weichen zu mir bewegen kann. Durchbohren. Ist auch so eine Sache für sich. Müsst ihr höllisch aufpassen. Die Rocco-Weichen bzw. Fleischmann-Weichen ohne Bettung, die haben ja alle schon eine Bohrung drin für Unterflur. Die PECO aber komischerweise nicht. Manche sagen zwar, ach, die haben 08er Bohrung drin, hatten sie aber nicht gehabt. Auf jeden Fall mit einem Proxenbohrer 08er. Ein Loch durchgebohrt, habe ich es mir erst einfach gemacht, weil die hier so ein bisschen Schraubenköpfe. Wie heißt es, angedeutet hat. Da dachte ich, ach, guck mal da, ist der Schraubenkopf sogar mittig drauf, nimmst du dir als Anhaltspunkt, dass du mittig bohren kannst. Ja, von wegen, wenn du jetzt von oben bohrst, hast du unten Luft zwischen dem beweglichen Teil, was die Zunge bewegt, und die untere Schwelle. Ich sag mal 0,5, 1 mm, wenn überhaupt. Damit drückst du dir aber das Kunststoffstück von den Weichenzungen ab. Ne, das ist total unpraktisch. Das heißt, beim Bohren der Weiche, Moment, das heißt beim Bohren der Weiche, die Weiche am besten auf den Kopf legen, wo sie plan aufliegen kann und dann schön versuchen, zentriert durchzubohren. Dann tut er sie euch auf jeden Fall nicht zerstören. Ne? Das ist bei Rocco bzw. Fleischmann tatsächlich schöner gelöst. Und trotz alledem sind die Weichen meine Favoritenweichen. So, bis gleich. So, ihr Lieben, hier haben wir eine PECO Code 80 Weiche.
Hier wird jetzt das Herzstück polarisiert, damit ich die Weiche vernünftig digital schalten kann. Geschaltet wird die Weiche mit einem Servodecoder von Lodi. Der ist über DCC steuerbar und hat integriertes Relais für die Herzstückpolarisierung. Das heißt, leider Gottes muss ich jetzt die schöne Weiche ein bisschen zerstören. Im ersten Step werde ich jetzt mit dem Dremel hier einmal die beiden Schienenprofile durchschneiden mit der Trennscheibe. Dann werde ich mir hier gucken schon zwei Kabel ins Bild, die hier schon vorfahrt sind. Werde ich eine Leitung hier anlöten, beziehungsweise da und die andere da. Dann habe ich schon mal Strom auf die beiden zugehörigen Schienenprofile jeweils. Und das Herzstück wird separat eingespeist hier oben, wo der Drahtkanal ist, wo die Schienen alle verbunden sind. Ja, da setze ich einfach einen Lötpunkt und löte ein Kabel dementsprechend an. Ja. Jo. Dann werde ich jetzt im Zeitraffer eben die beiden Schienenprofile durchschneiden. Aber da sage ich euch, ich habe das schon an zwei Weichen probiert, geht super. Macht das behutsam und mit Bedacht, sonst habt ihr da, wenn ihr Pech habt, nur Theater. Und wie gesagt, in Ruhe liegt die Kraft. Das ist eine 0,7er Proxon-Scheibe. Ne? Die werde ich mir einfach hier jetzt so versuchen, vernünftig durchzusägen. So, das habe ich jetzt durchgeschnitten. Ging wunderbar, habt ihr ja gesehen. Zeitrafferaufnahme habe ich weggelassen, damit ihr das auch wirklich 1:1 sehen konntet. Ja, der Nachteil ist ein bisschen, dass die Scheibe so groß ist, beziehungsweise die Weiche so klein, dass ihr minimal eventuell dieses Schienenprofil hier mit ansägt von unten oder halt das gegenüberliegende. Aber es hat sehr gut funktioniert, na, kann mich nicht beklagen. Der Spalt ist sauber und vom Abstand her super. Da wird, glaube ich, nicht groß was passieren. Nur in meinen Augen finde ich es wichtig, wenn das hier alles schön sauber entgratet wird. Ja. Dazu nehme ich nach wie vor den, wie heißt er, Glasfaserstift. So, jetzt wische ich das hier eben weg. Brauchen wir an dieser Stelle gerade nicht. Jetzt werde ich mir hier dann die Schwellen dementsprechend rausschneiden. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich einmal unter den Schnitt die Schwelle rausnehme. Hier kommt ich sag mal Plus dran. Die ist freigelegt. Und gegenüber gehe ich eine tiefer.
Warum mache ich das? Kann ich euch auch sagen. Damit die Schwellen die Schienenprofile noch weiterhin auf Spannung halten und dass die Weiche sich nicht verbiegt. Nur ist das Problem, dass beim Schneiden die äußeren Schwellenbänder mit beschädigt werden und somit ist die Weiche flexibel. Und dann müsst ihr hinterher, wenn ihr die Weiche aufklebt oder festschraubt oder wie auch immer, dass die Weiche gerade bleibt, nicht dass die halt zur Bogenweiche wird, sag ich mal. Und wenn er so oder so entlang guckt hinterher, dann seht ihr ja, ob die gerade ist oder nicht, oder haltet ein Lineal dran. Und damit sollte man das dann schon recht gut verarbeitet kriegen. So. Ja, das ist so ein bisschen eng da drin. Normalerweise würde ich ja den Glasfaserstift nehmen. Ich hau ein bisschen mit der Feile durch, um das zu reinigen. Ich habe leider nur die originale Lötspitze von Ersa. Ich habe zwar noch eine 04er Lötspitze, also eine richtig kleine. Aber die ist kaputt, glaube ich, oder ich mache irgendwas falsch auf jeden Fall. Kriege ich das damit nicht gelötet. Das heißt, ich werde den Grill, wollte ich schon sagen, den Lötkolben von 350 auf 380 Grad erhöhen und werde mir dann dementsprechend und höherer Temperatur die Weiche verlöten. So, verlöten tue ich ja auch tatsächlich im Zeitraffer. Und sprengt das in den Rahmen der Dinge. So, bis gleich. So, und schon ist die Weiche fertig digitalisiert bzw. polarisiert und kann jetzt dann dementsprechend digital vernünftig kurzschlusssicher geschalten werden. So, jetzt werde ich das noch ein bisschen säubern alles. Und nochmal mit dem Multimeter durchpiepen, um zu gucken, da irgendwo einen kurzen drin habe, beziehungsweise irgendwo eine Unterbrechung. So, fangen wir ein Herzstück an. Das ist verbunden, das ist auch verbunden, das ist auch verbunden, das ist auch verbunden. Jetzt gucken wir weiter. Herzstück. Nix, 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 nix. So, jetzt blaue Kabel, nix, also innere Zunge ist verbunden, äußere Schiene nach wie vor auch komplett, perfekt, Herzstück ist frei, gegenüber Schiene ist auch frei, schalten wir einmal um, auch Saft drauf, perfekt, na auch nix, ne? Kein Kurzschluss drin, perfekt. Andere Seite, also graue Kabel, also grau ist in diesem Fall Plus, beziehungsweise Leitung 1. Hier Herzstück, perfekt, nix, gegenüberliegend auch nix. Hier Strom drauf, umschalten, auch Strom drauf, nix, 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 perfekt. So, das ist jetzt fertig. Ging relativ fix. Viertelstunde hat das jetzt gedauert, ohne die Kabel vorzubereiten. Jetzt muss man noch eins machen. Da ich das mit Unterflur betreibe, ich zoome einmal raus. Na komm schon.
Will er nicht. Egal. Naja, auf jeden Fall ist hier unten bei den Peko-Weichen ja noch eine Feder drin. Die muss raus, weil ich das mit Unterflurantrieben betreibe. Wie ihr gesehen habt, habe ich das graue Kabel hat mich ein bisschen geärgert. Das blaue war perfekt. Hier habe ich mit der Feile noch die Schweißgrater weggeschliffen, beziehungsweise weggefeilt. Eigentlich kannst du hier die Platte abnehmen. Ich fummel das aber so daraus. Mit Gefühl ein bisschen. Dann passiert da nichts. Die Feder ist dafür da, dass die Zunge hinterher beweglich ist und nicht mehr so steif. So, das ist die Feder. Fokussieren. Da ist die Feder. Ja, die ist über. Und jetzt ist die Zunge dementsprechend nicht mehr fixiert. Ne? Jetzt kommt da noch ein 0,8er Loch rein. Und dann kann ich das mit meinem 3D gedruckten Unterflurantrieb dementsprechend von unten dann einmal ansteuern und dann bewegt. Und das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Jetzt werde ich dann erstmal jetzt die Weichen einbauen und den Gleisverlauf fertigstellen. Achso, ich werde jetzt dann natürlich noch, damit das alles unter die Platte geht, werde ich mir dann noch die Leitung einmal alle so runterdrücken. Kommt dann 3 mm Loch rein. Herzstück kriegt ein etwas größeres Loch, damit das da wirklich vernünftig aufliegen kann. Dann sieht das so von oben aus. Und so von unten. Ja. So, ihr Lieben, die erste Weiche hatte ich jetzt schon mal im Vorfeld eingebaut, zum Testen, ob das auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. CT-Kabel sind alle weg. Die ist komplett isoliert. Ja gut, den seht ihr jetzt nicht. Aber die ist komplett isoliert an allen 6 Kontakten, weil jede Weiche wird an einem Belegmüller angeschlossen. Aber hier im Schattenbahnhof sind 4 Stück in Reihe. Die werden alle zusammengeklemmt auf ein Port als Weichenstraße, ne? Dass das da dann auch vernünftig belegt gemeldet wird. Belegt gemeldet wird, mein Gott, das ist schwer los. So, eingeklebt habe ich die jetzt noch nicht. Hier vorne ist ein 8er Loch, da ist ein 8er Loch, da ist ein 8er Loch, da ist ein 10er Loch. Also 8, 8, 8 und 10. Damit ich die Weiche dementsprechend vernünftig ein- und ausbauen kann. Ja, die kann ich ja jetzt so vorschieben. Dann kann ich mir die hier rausheben. Und so sieht das da drunter aus. Ja. Ja. Genau. Auf jeden Fall stecke ich die jetzt wieder rein. Könnte hier auch direkt verkleben eigentlich. So, zack, drin ist er. Jetzt nehme ich mir die originale Weiche, unbearbeitet. Vielleicht könnt ihr es erkennen, aber hier ist eine Markierung drauf. Dort und dort, damit ich weiß, wo ich jetzt dementsprechend bohren muss. Die kann ich dann hier aufstecken. Beziehungsweise kann ich jetzt nicht, weil ich ja die letzte Schwelle rausnehmen müsste, um den Isolierverbinder drauf zu schieben. Das sind die von Fleischmann, nicht die von Peko. Die Peko, die sind bedeutend teurer und das sehe ich einfach nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall werde ich mir hier jetzt Markierungen setzen, damit ich weiß, wo ich bohren muss. Einmal da. Einmal hier.
So. Genau. Einmal hier. Und jetzt noch für den Stelldraht. Hier. Bohre ich die Löcher da durch. Schön mit Gefühl. Ja, jetzt seht ihr hier den Pfeil. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet vorhin. Da ist nämlich die Querstehrebe drunter. Das heißt, ich muss hier nochmal diagonal rein. Aber auch kein Problem. Mal im Staubsaugen. So, und wie ihr jetzt hier sehen könnt, an dem Loch sind da die Fasern von der unteren Leimplatte drunter. Das sind ja hier 8 mm Pappelsperrholzplatten. Und die sind so billig, ne? Die hier sind so trocken und haben sie so teuer verkauft. Das ist eine Schweinerei, ist das, was dir da für teures Geld Qualität geboten wird. Das ist echt eine Nötigung, sag ich mal. Schon echt dreist. Auf jeden Fall schalte ich jetzt die Kamera kurz aus, gehe auf Tauchstation und tue das mit einem Fräser unten, also einem Senker eher gesagt, einmal sauber machen, die Löcher, damit mir im Nachhinein da keine weiteren mein Gott, denn heute los, Probleme entstehen. Ne? Dann setze ich gleich mit euch die Weiche noch ein. Werde die dann auch mit Kleber fixieren. Und dann geht schon mit Armbeinen. Dann dementsprechend Zeitraffer weiter. Bis gleich. So, ein bisschen außer Atem. Das ist schon echt verdammt eng da unten. Geht jetzt direkt dann weiter. Und zwar. Ja. Und zwar werde ich jetzt erstmal die vordere Weiche einkleben. Dazu verzeiht mir. Einmal so drehen. Ziehe ich die wieder hier ab. Kann ich euch einmal zeigen, so sieht das aus. Ne? Ah ja, genau, warte mal. Hier ist sie leicht eingeschnitten. Das heißt, dass unten drunter dort. Und dort das Schwellenband beschädigt ist und dass die Weiche jetzt flexibel ist. Das ist das, was ich in der Sequenz meinte vorhin, dass ihr unbedingt darauf achten müsst, dass das äußere Gleisprofil wirklich im Lot ist, also gerade ist, damit ihr da eine saubere Gleisverlegung hinbekommt. Da müsst ihr echt drauf achten. Sonst habt ihr da hinterher nur Ärger, wenn ihr Pech habt. Und das wollen wir ja nicht. Ja, das habe ich jetzt mit der dicken Lötspitze gelötet. War auch kacke. Ich habe hier so eine kleinere, die ist kaputt. Die habe ich auch schon weggeschmissen. Beziehungsweise bin ich so zu blöd, die zu benutzen. Mir ist eine 2,2 mm bestellt. Die ist auch schon da. Und die nächsten Weichen werde ich mit der kleineren Lötspitze verlöten. In der Hoffnung, dass das ein bisschen besser funktioniert. Auch wenn das natürlich Löten auf dem engen Raum und auch nicht gerade sehr vorteilhaft ist. Ne? Auf jeden Fall. Ich versuche das
dort etwas besser zu gestalten. So, jetzt träufle ich mir das hier ein bisschen ein. Aber ich sage euch, das war jetzt nicht so cool. Und das wollte ich euch nicht sagen, dass ihr euch das am besten schön glatt verteilt, dass da nichts hochkommen kann an Kleber. Sonst könnte passieren, dass ihr euch die Weichenzunge verklebt. Und dann habt ihr natürlich hinterher Spaß, könnt ihr nämlich wieder die Weiche rausreißen, weil sie sich ja dann dementsprechend natürlich nicht schalten lässt. Deswegen schön mit Ruhe machen, ausrichten. Und dann einmal fixieren. Ich habe hier Lagerstand von 16 zur Wand hin. Ja, kann man so übernehmen. Ach, ist eine Katastrophe. Kann ich jetzt nur festklemmen, die Weiche. Anders habe ich da jetzt keine Chance. Wie es geht, kontrollieren. Ja, sieht aber gut aus. So, jetzt kann die nächste Weiche dran. Jetzt muss ich erstmal das Herzstückkabel auseinander fummeln. Drehe ich nochmal kurz. Und oh, nächste Weiche. So. Kann noch nicht dran. Von unten das Kabel. Und jetzt ein bisschen reinziehen. Da. Nee. Hey. Kabel. Ist gar nicht da. Gibt's auch nicht. Da versteckt sich's. So, ziehen wir das mal ein bisschen rein. Grau ist hinten. Und quasi Plus, vorne das Blaue ist nach wie vor Minus, also Masse, 0 und 1. So, zack. Und siehe da, Denkfehler. Kann ich mir die schön so, in der Theorie, da drauf schieben. Klappt sogar.
Loch habe ich auch gut getroffen für den Stelldraht. Suppe ich mir das direkt wieder ein. Du Bohr. Und dann war es das auch schon. So. Schön gucken. Wieder gerade läuft, und dann kann ich mir die schon anpinnen. Da war die Kamera abgestürzt, das war jetzt ein Grund für mich, einmal die Position ein bisschen näher zu holen. Ja, da bin ich sehr gut im Loch, hier seht es nicht, aber ich. Mal gucken. So ungefähr. Kann ich mir die einmal festbinden. So, so finden jetzt die anderen beiden auch noch ihren Platz. Das zeige ich euch aber im Zeitrafferaufnahme. Also in der Zeitrafferaufnahme zeige ich euch das. Und wenn das fertig ist, dann sprechen wir nochmal kurz wieder. Bis gleich. So ihr Lieben, jetzt ist er aber ganz schön ins Schwitzen gekommen. Jetzt sind die ersten vier Weichen für Schattenbahnhof 1 montiert. Das sind ja die Ausfahrtsweichen, ich komme ja von dort. Das ist ja Rechtsverkehr. Vorbereitet für Unterflurantrieb. Ich denke mal, im nachfolgenden Teil werde ich hier auch vier Weichen montieren. Also die hier vorne. Und dann werde ich die Schienen verlegen mit Übergang zum Segment 2. Und wenn das getan ist, werde ich das schon wieder durchtrennen alles mit dem Dremel. Ne? Da freue ich mich schon riesig drauf, nämlich überhaupt nicht. Und wenn das dann getan ist, also wenn das dann frei ist, also lose ist, beweglich, dann geht es im Teil danach. Ich hoffe, ich schaffe das noch vor meinem Urlaub. In 3 Wochen. Na, theoretisch schon, aber ich habe einfach keinen Bock. Naja, egal. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Naja, auf jeden Fall werde ich versuchen, das Ding bis dahin dann hoch anzustellen. Ne? Und die Decoder, nein, nicht die Decoder, die Weichendecoder habe ich noch nicht, habe ich immer noch nicht bestellt. Ne, vielleicht eine Möglichkeit vom Kollegen welche zu kriegen, auch von Lodi natürlich. Ne? Also ich fahre nur
Logs schon digital. Die ganze Anlage wird alles mit Lodi geschalten, solange wie es lieferbar ist und es da keine anderen Aspekte gibt. Aber nochmal wechseln werde ich nicht. Ich bin von Märklin CS3 Plus auf die aktuelle Echos gegangen. Echos 2, die 210 am Ende die Bestellnummer. Und von dort bin ich dann jetzt auf Logstore Digital umgeschwenkt, auf Lodi. Und da bleibe ich jetzt auch. Naja, auf jeden Fall einen Belegmüll habe ich noch. GBM8 habe ich gesehen. Dann kann der Rektor und der Commander kann schon rein. Und der erste Booster theoretisch auch. Weil das Segment wird komplett verkabelt direkt. Ne? Also die 10 Gleise habe ich auch schon die Steckverbindung für das Segment 2 habe ich auch schon da, das wird fertig gemacht. Also da habe ich noch ein bisschen Kabelsalat auf jeden Fall, bis ich dann die 4 Weichen Decoder da habe, beziehungsweise doch 4 Weichen Decoder. 8 Weichen, 4 Decoder, pro Decoder, 2 Weichen, genau. So ist der Plan. Naja, ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg. Ich möchte jetzt erstmal die Schienen verlegen, verkabeln, Kabel verlegen und hinterher dann auflegen die Kabel. Also Belegmeldung kann ich machen. Das sind weniger wie 8, nein, mehr wie 8 Blöcke, verdammt. Wäre schon 10 Blocks da in der Schöppenbahnhof, in der Schöppenbahnhof-Ebene. Auf jeden Fall werde ich das erstmal so weit machen, wie ich komme. Weil ich werde mir dies, ich habe ja in dem Gleis logischerweise noch Platz auf dem Decoder auf dem GWM8. Aber ich werde jetzt nicht von dort die Kabel bis rüber auf Anlagenende ziehen, weil da von oben ja auch noch jede Menge Kabel kommen. Das mache ich nicht. Ich werde wirklich versuchen, so wenig Steckverbindung wie möglich zu machen. Nur aufgrund des Übergangs da ist da schon die erste Steckverbindung. So, jetzt genug des Geredes. Und ihr habt gesehen oder konntet sehen, wie ich mir das vorstelle und wie ich das jetzt gemacht habe. Und bedanke mich fürs Zusehen. Für die ganzen neuen dazugekommenen Abonnenten bedanke ich mich. Für die dabei gebliebenen natürlich auch, weil war ja schon sehr eintönig in letzter Zeit. Aber es wird jetzt ein bisschen abwechslungsreicher durch die ganze Digitalisierung und Kabelverlegerei und was weiß ich. In Betrieb wird die Anlage noch nicht gehen. Erst wenn ich die Kehre hinten fertig habe, das wird aber Sommerende vielleicht, je nachdem, wie viel Lust ich habe. Und Zeit. Und Geld vor allem. Ne? Kohle sind auch nicht billig. Ja, und dann muss ich mir Altrennen runterladen. Und dann kann ich schon die ersten beiden Testfahrten machen. Unglaublich. Und nicht die ersten beiden, also die ersten 2 Monate kostenfrei. Und dann ich mich entscheiden, welches ich möchte, ob Silber oder Gold. Und dann tendiere ich zu iTrain Silber. Und das wird dann auch dann so dementsprechend gesteuert. Ja, muss ich mich noch weiter damit beschäftigen. Aber nicht heute, nicht morgen und auch nicht in 2 Wochen. So, bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Begrüße alle neuen und alten Abonnenten natürlich. Quatsch schon wieder nur Unsinn, merke ich. Aber naja, egal. Ich habe viel im Kopf. Katastrophe, tut's ehrlich. Aber ich habe gar keine Zeit, aber ich mache es trotzdem, weil ich mir natürlich auch schön was zeigen möchte. Auch für mich eine schöne Ablenkung ist. Und dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal endgültig. So, danke, macht's gut.